Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, wir sind jetzt in Kapitel 1 angelangt. Wir haben das Prolog hier abgeschlossen. Ja, hier seht ihr. Ja, okay. Und ja, Kapitel 1, die Verteidigung von Bohol. Zuhause oder Heimat. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Elisha will die Stadt um jeden Preis schützen. Und ja, wie sie sie beschützt, werden wir wahrscheinlich jetzt sehen. Ja, nur blöd, dass das Imperium gleich reinkommt und alles kaputt macht. Der schon vergessen? Ja. Lange Ladezeit. Ah, ich dachte, das Buch kommt wieder. Überraschend, wie locker die es sehen, dass das Imperium gleich kommt und alles platt machen will. ウェルキンボッチャ。まあ、ささ。坊ちゃんはないだろう。僕はもう22歳になるんだよ。それに走ったら危ないよ。もうすぐ赤ちゃんが生まれるんだろう。走ったってすぐ生まれたりしませんよ。これが5人目なので慣れたもんです。こんにちは。ウェルキンいますか？ あれ？オリシアじゃないか。あ、すげえ、しなれたスピード。ぜいな。オッケー。さっきのお詫びにと思って。はい。これどうぞ。え、もらっちゃっていいの？私ね、パン屋に住み込みで働いているの。戦争が始まってからはお店は休業中なんだけどね。ま、ちょっと、aufpassen。 Mich nicht wegdrücken, bevor die nicht aufgehört haben zu reden. Das kann schnell passieren. Buch? Anscheinend nicht, okay. Weil aber nur ein Fenster, deswegen wurden jetzt alle abgespielt. そんなことがあったんですか、坊ちゃん。大変でしたね。それにしても可愛いお嬢さんだこと。坊ちゃんも隅に置けませんね。え？そんなんじゃないよ。アリシアには危ないところを助けてもらったんだ。そうなんです。それに私たち知り合ったばかりですから。 これからお友達になれたらいいなって思ってます。そうでしたの。坊ちゃんをよろしくお願いしますね。おいおい、マーサさん。だから坊ちゃんはないだろう。あの壁にかかっているのはギュンター将軍の写真？うん。 Da haben wir Welkins Vater. Der Rechte, glaube ich. Ja. Lippana Otosan, ne? Ore? Shogun no tonari ni utsutteru kata wa?
Ist doch offensichtlich. Zwei Väter. Harte homosexuelle Väter. Ja, oder so. Okay. Wieso klingen solche Sätze aus japanischen Spielen immer so zweideutig? Ah. So. Hui. Waren doch alle Dinger hier. So. Homepart. So, der Windmühlenturm. Ja. Machen wir direkt weiter im Text. Ich glaube, ich werde das immer so machen. Eine Folge Cutscenes, eine Folge Schlacht. Sonst wäre das unpraktisch. Außer die Schlachten werden natürlich viel länger irgendwann. Aber bis jetzt passt das noch. Einer ist doch schon längst gestorben. Oder auch nicht. Oder doch? Oh mein Gott, der Plot! Ich glaube, das Imperium ist hier. Ich frage mich ja sowieso, warum sind die nicht abgehauen? Vorhin sind gerade welche evakuiert. Ein Wagen. Warum sind die jetzt nicht abgehauen? Okay, um fair zu sein, die Hälfte der Windmühlen sahen schon halb kaputt aus. Vielleicht waren die ja schon so. Ja, okay, die linke vielleicht nicht. Oh mein Gott. Das ist Feuerwehrmann Nummer 4. Ach, 10 Minuten? Soll ich jetzt schon wieder einen Cut machen? Ja, komm.
Boah. Ich krieg den Pfeil nicht dahin. So. Ja. Die nächste Schlacht, die beginnen wir auch im nächsten Part. Da passt ja eigentlich immer. Eine Folge Cutscenes, eine Folge Kampf, Cutscenes, Kampf. Ja, wie gesagt, später werden die Schlachten verdammt lang. Und irgendwann werden wir es nicht mehr schaffen. Aber solange es noch so ist, werde ich es erstmal einhalten. Deswegen wollte ich jetzt sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Valkyria Chronicles. Tschüss!